Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Let's Play Mafia 3. Wir machen heute weiter mit der nächsten Mission. Wir müssen doch irgendwie... den Kollegen auf die mal auf die Reihe bekommen. 18 Schuss habe ich noch, wunderbar. Was war da in der letzten Folge? Ja, nicht. Nur Scheiße. So, jetzt kommt sie wieder aus ihren Löchern gekrochen. Ich muss die Bullen. Ah, Linka! Das ist nicht wahr, der will nicht vorbeigehen an dem Auto, dann bleibt er noch neben stehen! Der kommt da noch, ne, bleibt er noch chillig neben stehen! Ne, ich geh nicht vorbei. Oh, Alter, das geht genauso los wie in der letzten Folge. Alles läuft schief. Es läuft seit keine Ahnung wie lange momentan schief. Und ich glaube, man muss versuchen, ruhig zu bleiben. Das regt mich aber auf, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, ein, zwei Mal sterben ist ja in Ordnung, aber es geht ja jetzt mittlerweile das fünfte oder sechste Mal, dass ich versuche, diese Mission zu schaffen. Weil, egal was ist, es geht alles schief. Die fahren in die Scheißkarre rein, die KG da vorne, und ich komme nicht weiter. Ich brauche eine Lieferung raus zum French Ward. Ich mache mich schon auf den Weg zu dir. Halt dich. Ja, Arsch. Ich stehe am besten noch weiter hinten. Ich wusste noch nicht mal, dass da eine Boxhalle drin war. Ich dachte immer, das wäre eine Lagerhalle oder sowas. Zeig mir mal, was du hast. Ich glaube, das war's erstmal. Ruf mich an, wenn du mich brauchst. So, liebe Leute, weiter geht die Reise. Mich erfreuen, hier mehr von unseren Brüdern zu sehen, wenn ich die meisten von ihnen wie Schlägertypen aussehen. Ich hab hier mal Wichser am Arsch im French Ward! Bin klar, bin gleich da. So, ich mach die mal kurz eben. Jetzt verstecke ich mich hier ein bisschen. So, irgendwie muss ich es doch mal auf die Reihe bekommen, Mann. Ach, diese von uns, okay. Halt, der Typ ist von mir. So, jetzt machen wir mal fertig. Irgendwann muss auch mal sein. Du hast mir lange genug Ärger gemacht, Kollege. Ah, jo, und der dich. Das war sein letztes Wort. Mein Name ist Lincoln Clay. Abgeschlossen. Endlich haben wir diese Scheißmission. Alter, Alter, Alter. Na gut, die Karre kann uns eh knicken. So, rettet sich egal. Was haben wir denn auf der Karte? Überhaupt noch. Triff dich mit Donovan.
Ich meine, die Mühle ist eh gegessen. Ja, ja, fahr einfach weiter. Alter. Wisst ihr, was ein gutes Gefühl ist, wenn man nach zig Versuchen endlich diese Scheißmission geschafft hat? Was? Hallo, hallo. So, dann fahren wir hier mit der Karre mal raus. So, dann fahren wir hier weiter. Ah, wie gut das einfach tut. Ich hole mir kurz das erste Hilfe-Kit. Da, in der Bar oder was auch immer. Mistwetter. Willst du dich mit mir anlegen? Gute Nacht. Nur noch 21.000, wir hatten mal über 50.000. Aber wir wollen jetzt auch keine Hilfe gebraucht haben. Die haben uns tatsächlich echt gut geholfen, aber wir haben es endlich gut gemacht. Gott sei Dank haben wir uns rechtzeitig da versteckt. So. Ah, Gott sei Dank. Es läuft einfach nichts. Es lief aber nichts wirklich in der letzten Folge. Also jetzt heute haben wir es ja Gott sei Dank gepackt endlich. Wir haben ihn endlich erledigt. Warte mal, jetzt will ich nachgucken. Jetzt muss ich gerade auf die Abschlussliste gucken, ob es ein Capo war oder ein Dings. Es war keiner? Es war keiner von den beiden? Weil das wird wahrscheinlich die Schwester oder Mutter oder auch was auch immer das sein. Aber das hätte ich jetzt gedacht, dass der auf jeden Fall einer von denen ist. Es war keiner von denen. Aber der kommt nur, der hat auf jeden Fall gefährlich werden können. Wir haben den nächsten Drogenring zerschlagen. Okay, wir haben auch Geld ausgegeben für die Waffen, für die Munition und alles. Durchaus klar. So, eigentlich will ich mir nur eben... Oh, da kommen wir gar nicht rein, okay. Den ersten Hilfekasten, die Blinden. So, Gott sei Dank. Dann fahren wir jetzt weiter. Gut, dass die Mühle ja nicht mir gehört hier. So, wir sollen uns zu Donovan heute begeben. Der hat auch noch was Wichtiges für uns. Kostet mir gegen euch noch nie. In der Gegend war ich noch nie. So, wie gesagt, das mit Donovan, das hören wir uns auf jeden Fall noch an.
Hier wäre eine Platte noch gewesen. Und dann nochmal Feierabend. Ich muss jetzt warten auf ihn. Ja, wir haben den nächsten Story-Auftrag freigeschaltet, der da heißt Müllentsorgung. Aber das machen wir dann im nächsten Part, würde ich sagen. Oder starten wir im nächsten Part. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Mafia 3.